Hallo und herzlich willkommen hier zu Tierisch Aktuell. Wir sind wieder im Merkur am Dom in Aachen und wir haben heute die Riesenschnauzer-Nothilfe e.V. da mit Sigi Wieler, Michael Susan und der Frau Andrea Spillner. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Ja. Was macht die Riesenschnauzer-Nothilfe so besonders? Ja, was macht sie besonders? Was macht sie generell? Mhm. Die Riesenschnauzer-Nothilfe kümmert sich um in Not geratene Zwergschnauzer, Mittelschnauzer und Riesenschnauzer und um in Not geratene Mischlinge aus diesen Rassen heraus und versucht sie möglichst in ein neues Zuhause zu vermitteln. Mhm. Das kann sehr vielfältig sein, warum so ein Hund in Not gerät. Das können Trennungsopfer, Scheidungsopfer sein. Das können berufliche, örtliche Wechsel sein der Halter. Das können Überforderungen bezüglich der Haltung und der Erziehung von diesen Hunden sein. Manchmal auch leider Todesfälle in der Familie, aufgrund dessen diese Hunde abgegeben werden müssen. Daneben haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auch beratend zur Verfügung zu stehen, um sozusagen, ich sag mal, präventiv zu arbeiten und Leute bei Erziehungsfragen zu unterstützen und bei Haltungsfragen. Und in einigen wenigen Einzelfällen leisten wir auch finanzielle Hilfe, wenn es um medizinische Indikationen geht, einfach aufgrund der Erfahrungswerte, die wir mit den Schnauzerrassen haben. Jetzt haben Sie sich ja spezifisch auf Schnauzer, Riesenschnauzer, Mittelschnauzer und kleine Schnauzer spezialisiert. Warum gerade nur diese Rasse? Es ist natürlich, also der Aufhänger war letztendlich der Riesenschnauzer. Es ist halt ein großer schwarzer Hund und wir haben halt festgestellt, dass diese großen schwarzen Hunde auch in den Tierheimen einfach untergehen und keine Lobby haben. Das heißt, sie sind nicht direkt so ansprechend wie zum Beispiel so ein netter Schäferhund oder ein Labrador. Und von daher haben wir gedacht, also da muss einfach nochmal eine gesonderte Aufgabenstellung her, dass man sich halt drum kümmert. Und in Zeiten des Internets ist es natürlich für einen Rassetierschutzverein viel einfacher zu arbeiten, als es früher ohne das Internet war, weil man einfach keine Möglichkeit zu kommunizieren hatte. Und da haben die Tierheime halt den Vorteil, dass die Besucher in die Tierheime gehen und dann aus der Bandbreite der Rassen sich ein Tier aussuchen können. Und die Schnauzer haben es da halt besonders schwierig. Seit wann besteht der Verein? Ja, wir haben den Verein 2010 gegründet. Und schuld dran war unsere erste Vorsitzende, also die Silke Reicher, die leider heute nicht da sein kann. Und wie das halt so ist, wenn man neu im Geschäft ist mit einer neuen Rasse, man sucht Gleichgesinnte, man sucht Leute, mit denen man sich austauschen kann. Und dieser Austausch hat natürlich auch erbracht, dass es Hunde gibt, die in Not sind, auch Schnauzer, die in Not sind. Und dann hat sie genau das mitbekommen, was der Michael eben schon gesagt hat, dass eben diese schwarzen Hunde, großen schwarzen Hunde in Tierheime sich nicht vermitteln lassen. Und so gab das eine das andere. Und es haben sich dann heute mit Internet ja sehr schön möglich, hat sich dann eine Gruppe gebildet, die natürlich alle Schnauzer haben, logischerweise. Und es wurde die Idee geboren, in der Gruppe etwas für Schnauzer zu tun. Jetzt haben wir ja zwei Exemplare hier. Ja. Wer ist es? Sie haben den Kleinen mit, ja? Das ist die Tilly, die ein Zwergschnauzer, ein Mixmädchen aus der Slowakei. Und der Große? Und das ist die Zoe, ein Riesenschnauzermädchen, die wir übernommen haben, Abgabegrund. Sie hat sich mit der vorhandenen älteren Hündin nicht vertragen, ist dann an unseren Verein abgegeben worden, war auf einer Pflegestelle. Wir haben sie mit unserem Rüden am 14. Februar, also Valentinstag, besucht und die beiden waren sofort ein Herz und eine Seele. Okay. Und haben wir gesagt, da gibt es ja gar keine Frage mehr. Ja, ja, also es ist auch immer wichtig, wenn man so einen Zweithund bekommt, dass das auch immer passt, oder? Ja. Dass der Hund sich den anderen dann aussucht, oder? Ja. Welche Charaktereigenschaften sind jetzt die Merkmale der Riesenschnauzer? Also ein Riesenschnauzer ist eigenwillig und er hat eigene Ziele und die verfolgt er auch sehr vehement. Und es gehört schon für den Hundebesitzer ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür, die Erziehung konsequent zu gestalten, ohne unnötige Härte. Und man muss einfach das Vertrauen des Hundes gewinnen, damit er bereit ist, auch nicht die eigenen Ziele zu verfolgen, sondern die des Besitzers. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann hat man sehr, sehr treue Begleiter, die absolut alltagstauglich sind. Wir haben ja hier die beiden
Extreme, den Riesenschnauzer und den Zwergschnauzer, es gibt noch den Mittelschnauzer, die haben alle gemeinsam, dass sie Spätentwickler sind im Gegensatz zu anderen Rassen. Das heißt, der Charakter bildet sich sehr lange aus und ein Riesenschnauzer, sagt man, wird so mit 3 Jahren erwachsen und ein Mittelschnauzer, der kann auch noch mit 6 Jahren sehr quirlig sein und wie man an der Tilly sieht, so ein Zwergschnauzer, der ist wahrscheinlich das ganze Leben lang sehr, sehr quirlig. Wenn ich jetzt eine Familie habe mit Kindern, was würde dann besser passen, so ein großer Riesenschnauzer oder so eher so ein kleiner oder mittlerer? Das kommt sehr auf die individuellen Hunde an, das kann man gar nicht so sagen. Also es gibt sehr, sehr ausgeglichene große Riesenschnauzer und es gibt sehr, sehr kinderfreundliche Zwergschnauzer, aber genauso gibt es da auch den einen oder anderen, der vielleicht besser zu einer einzelstehenden Person oder zu einer Familie mit 2 Erwachsenen passt. Okay. Aber grundsätzlich sind es schon auch Familienhunde? Ja, sehr familienbezogen. Ja. Was muss man grundsätzlich bei Riesenschnauzer beachten? Sie sagten eben schon eine konsequente Erziehung. Wie ist es mit Futter? Fressen die gerne oder sind das so Allesfresser oder wissen die schon genau, was sie wollen? Riesenschnauzer und überhaupt die Schnauzer sind immer am Verhungern, grundsätzlich. Die Fütterungsmöglichkeiten, die sind ja sehr vielfältig. Mhm. Das ist auch so ein bisschen so eine Philosophie. Der eine barft halt, also Bones and Rare Food. Der nächste bekommt halt Trockenfutter. Also da gibt es die gesamte Spannbreite letztendlich. Man muss halt vom Grundsatz her, um nochmal eben kurz auf die vorgehende Frage einzugehen, darauf achten, wenn man kleine Kinder hat mit großen Hunden, besteht natürlich einfach die Gefahr, aufgrund, dass sie auch ein bisschen tollpatschig sind und ein bisschen grobmotorisch, dass dann auch schon mal so ein kleiner Stupser erfolgt. Ne? Ja. Also die Kleine hier ist ja wirklich wie ein Wirbelwind, ja. Die ist überall und nirgendwo. Also das heißt, man hat auch sehr viel Spaß mit denen. Ja. Also sie gehen hier von Tisch zu Tisch, super, jetzt kann sie rausgucken. Wie viele Menschen haben Sie jetzt oder wie viele Mitglieder hat der Verein? Ja, also die Kerngruppe besteht aus einem Team von 10 Leuten, die auch damals den Verein gegründet haben, beziehungsweise 2 Mitglieder sind bisher dann dazugestoßen neu. Die Kernkompetenzen, also das heißt, das tägliche Arbeiten wird unter diesen Teammitgliedern aufgeteilt. Mhm. Wir haben den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, den Bereich Vermittlung, Nachkontrollen, Vorkontrollen, Fahrketten und jeder ist für einen bestimmten Bereich Pflegestellenbetreuung, jeder ist für einen bestimmten Bereich zuständig. Daneben haben wir dann noch eine geografische Aufteilung, weil wir ja im gesamten Bundesgebiet und auch in den Benelux-Ländern arbeiten, ist dann auch jedes Teammitglied noch geografisch für ein Bundesland als Sprechpartner für bestimmte Positionen. Wie gesagt, das ist die Kernmannschaft. Daneben haben wir etwa 250 wohlgesonnene Mitglieder und Freunde, die uns regelmäßig unterstützen, sei es durch Spendenaktionen. Ich gebe dich mal rüber, Kapitän. Zoe, hier. Sei es durch Spendenaktionen, die als Pflegestelle für uns tätig sind, die Fahrketten mitgestalten, Vor- und Nachkontrollen tätigen oder auch einfach, ich sag mal, in einem Forum in unserer Community anwesend sind und dort Tipps und Ratschläge, Gesundheitsfragen, Ernährungsfragen beantworten. Also da können wir mittlerweile, wo wir sehr stolz drauf sind, auf einen relativ großen Background zurückgreifen. Jetzt sagten Sie gerade Fahrketten. Was hat es damit auf sich? Ja, bei den Fahrketten ist es so, die Hunde, die an den Verein abgegeben werden und die vermittelt werden, werden grundsätzlich erstmal immer auf Pflegestellen gesetzt. Mhm. Wir vermitteln keine Hunde durch direkt, sondern wir müssen die Hunde immer erst kennenlernen. Mhm. Dazu haben wir im gesamten Bundesgebiet verteilt Pflegestellen. Da werden wir, glaube ich, noch mal gleich gesondert zu eingehen. Hintergrund ist, der Hund muss halt von A nach B. Und es kann gut sein, dass ein Hund in Oberbayern abgegeben wird und die passende Pflegestelle zu diesem Hund befindet sich in Daggebühl. Ja. So, dann müssen wir diesen Hund halt von A nach B transportieren. Und das ist für einen alleine kaum zu bewältigen, zumal wir an vielen Wochenenden auch 5, 6 Hunde gleichzeitig übernehmen. Und Fahrkettenmitglieder bilden dann halt eine Fahrkette, die schreiben wir im Forum und bei Facebook aus und sagen, der Hund muss am so und so vielten von
ich sage jetzt mal von München nach Daggebühl. Wer hat Zeit, Interesse und kann mitmachen? Und dann gibt es halt einen gewissen Verteiler, wo das auch drüber verteilt wird. Und dann melden sich die Leute und sagen, ich kann 200 Kilometer von A nach B fahren. Und so strukturieren wir dann eine Fahrkette durchgängig, um den Hund zu seinem Zielort zu bringen. Die Hunde und auch die Teilnehmer sind während dieser Fahrkette über unseren Hund, über unseren Verein versichert. Mhm. Und in der Regel ist es so, dass die Fahrkettenteilnehmer auch selber die Kosten für Sprit etc. übernehmen und damit dann natürlich auch einen Beitrag leisten für unseren Verein. Klar. Jetzt sagten Sie gerade, die Hunde, die wir übernehmen, werden erstmal auf Pflegestellen gesetzt, um zu gucken, wie der Hund eigentlich ist, weil Menschen können vieles sagen, aber in der Tat sieht es dann immer wieder anders aus, was mit dem Hund auch ist, oftmals. Ja. Woran erkennen Sie denn dann, weil Sie gerade sagten, der muss vielleicht von München nach Daggebühl, dass der in Daggebühl besser aufgehoben ist wie auf einer Pflegestelle in München? Ja, da kann bestimmt der Sigi Bieler als Pflegestelle dann auch was zu sagen. Diese Pflegestellen sind, das ist jetzt aus dem, was der Michael gesagt hat, ja schon rausgekommen, immens wichtig für uns und eigentlich so unsere Kernzelle, mit der wir arbeiten. Und jetzt eine richtige Pflegestelle zu finden, ist natürlich nicht immer ganz leicht und manchmal auch ein bisschen Glückssache. Es passt, um das jetzt mal allgemein zu formulieren, nicht jeder Hund in jede Pflegestelle. Das hängt damit zusammen, welche Hunde sind schon da in der Pflegestelle. Ja. Ich kann es von uns zu Hause sagen, wir haben den Rüden. Da kann ich keinen anderen Rüden dazusetzen, das würde nicht klappen. Deshalb nehmen wir nur Mädels. Mhm. Ja. Und da freut er sich dann drüber. In der Regel, ja. Unser Hund ist eher so, unser Riesenschnauzer eher ein Autist. Also dem sind die anderen mehr oder weniger egal. Okay. Aber er kann mit Mädels besser als mit Jungs. Ja. Dann müssen wir schauen, wie ist die Wohnsituation der Pflegestellen. Also jetzt mal generell so ein Profil für Pflegestellen zu benennen. Die Wohnsituation, ja, Sie können nicht in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo schon drei Hunde da sind, noch einen Pflegehund dazugeben. Dann, wie ist die Erfahrung mit Hunden, bei uns speziell mit Schnauzern? Es ist immer von Vorteil, wenn die Pflegefamilie einfach auch mit der Rasse Erfahrung hat. Das erleichtert die Arbeit natürlich sehr. Ja. Und dann müssen wir, wenn jetzt ein Hund gemeldet wird, schauen, was kann die Pflegestelle leisten? Und danach fragen wir nach, ob es möglich ist, den Hund jetzt dort unterzubringen. Ja. Wie viele Pflegestellen haben Sie im Moment? Da muss ich dazu sagen, 20. So um die 20 ist es natürlich, es schwankt ab und an mal, weil man muss sagen, manche Pflegestellen nehmen dann, nachdem sie zwei Pflegehunde hatten, auch mal wieder eine Auszeit und sagen, okay, jetzt mal bitte Standby für zwei, drei Monate, damit unsere Familie mal wieder selber zu sich kommt. Aber es schwankt so zwischen, ich würde mal sagen, 20, 30 Pflegestellen. Und die Tiere werden dann auch von den Pflegestationen dann wieder weiter vermittelt oder kommen die dann nochmal irgendwo anders hin? Nein. Wenn es denn zu einer Vermittlung kommt, denn wir haben, und da haben wir natürlich auch immer so einen Pflegestellenschwund, die heißen bei uns die Pflegestellenversager, das heißt, der Hund bleibt einfach da. Das kenne ich aber von vielen Vereinen, dann gehen uns immer wieder die Pflegefamilien aus, weil dann die Hunde da bleiben und dann sagt man, ich habe keinen Platz mehr für andere Hunde. Für den Hund perfekt, für uns immer eine mittlere Katastrophe, weil halt wieder eine Pflegefamilie wegbricht. Aber okay, damit, wie Sie sagten, lebt jeder Verein, der so arbeitet. Und also wir haben im Schnitt um die 20 verteilt mit Schwerpunkten. Wir hätten gern mehr, sind wir ganz ehrlich, weil wir dann auch mehr Möglichkeiten hätten und nicht immer wild rumsuchen müssen, wo kann der Hund jetzt hin. Ja? Und das Problem ist schlicht und einfach, die Pflegehunde kommen oder die Aufnahmehunde kommen nie schön tropfenweise. Sie kommen immer geballt und dann haben wir immer Probleme, die alle unterzubringen. Und wenn wir viele frei haben, dann kommen keine Hunde. Ja. Das ist ja immer so, das Gesetz der Resonanz. Ne? Ja. Jetzt ist es aber so, dass ich sage, okay, ich interessiere mich jetzt für einen Riesenschnauzer, auch für einen Schnauzer überhaupt. Wie komme ich an Sie ran? Sie kommen natürlich wir sprachen eben das Internet an. Wir sind natürlich relativ stark im Internet präsent, sowohl mit unserer Homepage
Über die Homepage hat man auch die Möglichkeit, in das Forum, in die Kommunikationsbasis unseres Vereines mit einzutreten. Wir sind auf Facebook vertreten. Wir versuchen natürlich, unsere Mitglieder auch anzuregen über Plakate, über Flyer, die in Tierarztpraxen, in Futtermittelläden, ich will jetzt gar keine Namen nennen, verteilt werden, um die Leute auch anzusprechen, um auf unseren Verein aufmerksam zu machen. Ja, von daher ein Blick auf unsere Homepage. Sagen wir mal, wie die heißt. www.riesenschnauzernothilfe.de und zwar die Riesenschnauzer Nothilfe ohne Punkt und Komma, nur davor und dahinter. Ja. Daneben hat man natürlich auch ganz klassisch die Möglichkeit, wer halt nicht über Internetzugang verfügt, einfach unsere Vereinsnummer zu wählen. Das ist die 02251 89562. Wir sind natürlich auch alle berufstätig. Es ist ein Anrufbeantworter aufgeschaltet. Wenn sich jemand meldet, rufen wir natürlich gerne jederzeit zurück. Ja, das sind so die Möglichkeiten, mit dem Verein in den Dialog einzutreten, um sich zum Beispiel als Pflegestelle zu bewerben, um sich als Fahrkettenteilnehmer zu bewerben oder auch um zu erfahren, welche Hunde wir derzeit in der Vermittlung haben. Jetzt sagten Sie gerade, Sie sind alle berufstätig, also das heißt einfach, Sie haben dazu noch ein Hobby, kann man sagen. Ja. Jetzt bringt dieses Hobby ja ganz viel Arbeit mit sich, sage ich jetzt einfach mal. Warum macht man sowas? Wir verstehen uns natürlich als Tierschutzverein. Wir fühlen uns der Rasse sehr hingezogen und haben schon eine gewisse Affinität dazu. Und gut, Ehrenamt, egal in welcher Sparte, sollte jeder seinen Beitrag zu leisten, ob das nun ein Beitrag ist zur Betreuung von älteren Menschen, von Kindern. Und hier hat sich halt eine Gruppe zusammengefunden, die sagt, wir wollen halt etwas für diese Hunde tun. Und wie das so oft ist im Ehrenamt, leidet halt die Freizeit sehr drunter. Aber es ist halt einfach notwendig, weil irgendjemand muss sich halt drum kümmern. Meistens aus einem kleinen Posten wird dann ein großer Posten. Viel Verantwortung, oder? Jetzt hört man ja überall eigentlich im Moment ganz groß Auslandstierschutz. Ja? Man hört Rumänien, man hört, was da alles passiert. Ja, Spanien, Griechenland, egal wo man hinhört, ist wahnsinnig viel Elend mit Tieren. Arbeiten Sie auch mit dem Auslandstierschutz zusammen, dass Sie sagen, okay, da holen wir dann unsere Schnauze auch raus? Mit welchen Ländern arbeiten Sie da? Was du sagen? Also wir haben auch durchaus Auslandshunde, die wir von Tierschutzorganisationen übernehmen. Wir arbeiten da mit Spanien zusammen, haben schon aus Italien Hunde und auch aus osteuropäischen Ländern und versuchen in der Form dort zu unterstützen, dass wir Hunde, die in diesen Ländern einfach keine Chance haben, vermittelt zu werden oder auf die der Tod wartet, dass wir die dann übernehmen, sofern es in unser Profil passt. Denn es müssen halt Schnauzer sein. Bei uns suchen die Leute halt Schnauzer. Ja, und da sind wir auch tätig. Wie ist es da mit der Aufnahme, mit dem Check der Auslandshunde? Ich könnte mir vorstellen, dass die ja viel mehr an Krankheiten haben, dass sie nicht gescheit geimpft sind, dass sie Parasiten haben. Wie gehen Sie davor, um die anderen Hunde natürlich auch zu schützen, die Sie auf diesen Pflegestellen haben? Ja, diese, was Sie jetzt eben angesprochen haben, dass Auslandshunde kränker sind als Hunde aus Deutschland, das stimmt nicht immer. Okay. Ja, nur bekommen wir hier gesagt, sie wären alle gesund. Mhm. Und dann müssen wir leider was anderes feststellen, wobei Krankheiten anderer Art sind. Aber jetzt, das Risiko, einen kranken Hund zu übernehmen, besteht immer. Wir versuchen, dem vorzubeugen, indem wir für das jeweilige Land, wo die Hunde herkommen, das Reiseprofil abfragen. Das ist eine Untersuchungsreihe, wo abgecheckt wird, wo Hundekrankheiten, die in diesen Ländern vorkommen, abgecheckt werden, ob der Hund das hat. Das geht über eine Blutuntersuchung. Und wenn dieses Profil positiv ist, also keine Schädigungen vorliegen, und dann kann der Hund zu uns ausreisen. Mhm. Ja. Wir arbeiten sehr viel mit der Slowakei, ja, mit zwei Tierheimen speziell. Nitra und Bratislava. Das sind natürlich, Michael war schon da und hat sich das angeguckt, das sind natürlich schon Dinge, was einem das Wasser in die Augen treibt. Mhm. Ja. Und
wenn dann für den Hund eine Ausreisemöglichkeit besteht und wir auch Platz haben für ihn. Und dann arbeiten wir mit einer österreichischen Organisation zusammen, speziell für die Slowakei, die uns den Hund hertransportieren. Okay, denn das ist auch wieder ein eigenes Thema, Hundetransport. Genau. Da muss man auch Erlaubnis haben, was da alles dazu gehört. Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, wie kommen die Hunde dann hier rüber? Ja. Aus Spanien haben wir Hunde auch schon mit Flugpaten. Was, wenn es irgend geht, einfach zu favorisieren ist, das sind 2 Stunden und dann ist das gut gegenüber 14 Stunden im Auto. Wobei das heute auch okay ist mit Klimaanlage, also da. Da muss man keine Bedenken haben, ja. Viele sagen ja, aber ein gebrauchter Hund möchte ich eigentlich nicht haben. Ich möchte einen süßen Welpen haben, den ich selbst erziehen kann, ja. Wenn ich jetzt aber so die Tierschützer frage oder Tierheime, Tierorganisationen, die sagen immer, so ein gebrauchter Hund hat immer noch seine Vorteile. Welche sind das? Hat viele Vorteile. Dadurch, bei uns sitzen die Hunde auf Pflegefamilien, das heißt, die Hunde sind 24 Stunden in einem familiären Umfeld und die Pflegefamilie lernt diese Hunde einfach sehr, sehr gut kennen. Das heißt, sie wissen ganz genau, wie sich dieser Hund dann später verhält. Ist der stubenrein? Hat er Probleme mit anderen Hunden? Hat er Probleme mit Kindern? Hat er Jagdtrieb? Kann er alleine bleiben? Alles Fragen, die natürlich für den Alltag, wenn man sich einen Hund anschafft, sehr, sehr entscheidend sind. Also wenn ich berufstätig bin, dann ist es für mich beispielsweise wichtig, dass der Hund auch mal ein paar Stunden alleine bleiben kann. Oder wenn ich gerne an die Ost- oder Nordsee in den Urlaub fahre, dann wäre es auch gut, wenn ich einen Hund habe, dem das Autofahren nichts ausmacht, dem es vielleicht sogar Spaß macht. Und man hat dadurch die Chance, einfach einen Hund zu bekommen, der den persönlichen Bedürfnissen gut entspricht und andererseits natürlich auch, dass der Hund in ein Umfeld kommt, was ihm gerecht wird. Und nicht zuletzt, warum man einen gebrauchten Hund nehmen soll, man hilft den Hund. Und was ich auch noch immer wichtig finde, viele Menschen, die ja jetzt sagen, oh, ich will einen Hund haben, die das noch gar nicht kennen, die einfach mit einem neuen Hund anfangen, die sich dann einen Welpe holen, die sind da teilweise auch wirklich mit überfordert, mit so einem kleinen Welpen. Ja, man weiß von vielleicht nicht, dass man jede 2 Stunden raus muss, nachts erstmal, ja, dass man den sauber kriegen muss, dass der vielleicht vieles kaputt macht in der Wohnung, ja, dass er überall dran knabbert. Und das hat man mit einem älteren Hund auch nicht, oder? Man weiß es zumindest vorher. Ja. Also gibt auch ältere Hunde, die solche, solche Eigenarten haben. So niedlich die Welpen auch sind, man geht da auch durch eine nicht so einfache Zeit mit ihnen. Und das ist, glaube ich, das viele unterschätzen, warum dann auch viele kleine Hunde, Welpen, Junghunde zurückkommen. Weil viele damit einfach überfordert sind, oder? Viele finden auch einfach, denn nur, wenn wir jetzt nur über Welpen reden und nicht über die Rasse, sind kleine Hunde halt immer alle sehr, sehr niedlich. Vielleicht steckt da aber ein echter Jäger drin oder ein Hütehund. Und viele Leute sind sich einfach nicht bewusst, wenn sie einen Hund anschaffen, dass eine bestimmte Rasse auch für eine bestimmte Aufgabe mal gezogen wurde und auch, wenn man den Hund nicht in diese Richtung einsetzt, der sucht sich dann schon seine Beschäftigung in diese Richtung. Und das kann durchaus bei einigen Rassen sehr, sehr unangenehm werden. Und das ist sicherlich auch die Krux bei einigen Rassehunden, die da sehr, sehr stark drunter zu leiden haben. Sie sagten gerade, Rassehunde sind für Arbeiten vielleicht gezüchtet worden, wo man es gar nicht weiß. Wie ist es bei Riesenschnauzer? Wie viel Auslauf, wie viel Arbeit, Kopfarbeit brauchen die? Ja, Sie sagen für Arbeit gezüchtet, dazu vielleicht einen Satz. Es gibt mittlerweile 2 Linien, nenne ich es mal, bei den Riesenschnauzern. Die Arbeitshunde, also die ursprüngliche Bestimmung, und es gibt jetzt die Hunde, die auf Schönheit gezüchtet werden, die dann für Ausstellungen fertig gemacht werden. Das ist ein ganz anderer Hundetyp auch, größer meistens, und sie brauchen viel mehr noch als ihren Auslauf die Beschäftigung mit dem Kopf. Ja, das ist, denke ich, für jeden Hund wichtig, dass er im Kopf ausgelastet wird und dass er gar nicht auf dumme Gedanken kommen kann. Ja? Und der Schnauzer, der macht da keine Ausnahme. Man kann
Schnauzer sehr gut, wenn man im Schutzdienst mit ihnen arbeiten will, seine Fähigkeiten da herauslocken. Man kann Pferde mit ihm machen, ja. Mhm. Man kann mit den Kleinen Agility machen, mit dem Großen vielleicht nicht so. Also mit unserem haben wir es mal probiert, da hat den ganzen Parcours zerlegt. Da sind sie etwas grobmotorisch, ja. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, den Hund einfach auszulasten. Und es ist immer die Kombination zwischen geistiger und körperlicher Forderung. Aber der Grund oder die Grundzüchtung war ein Arbeitshund. Ja. Ja? Wofür wurde die früher eingesetzt? Ganz ursprünglich nannte man die Riesenschnauze auch Rattler. Das heißt, die wurden also wirklich auch zum Rattenfangen, zur Schädlingsbekämpfung, sag ich mal, eingesetzt. Das ist allerdings ganz frühe Urzeit. Dann sagt man, sie haben mal die Bierkutschen begleitet, so als Wachhund. Mhm. Und ja, ich sag jetzt mal so, in der jüngsten Vergangenheit ist es halt so, dass der Riesenschnauzer als Schutz- und Gebrauchshund eingesetzt worden ist. Zum Teil beim Bundesgrenzschutz, bei der Polizei. Okay. Mhm. Daher auch sehr viele Riesenschnauzer in den osteuropäischen Ländern, weil er auch da verbreitet als Grenzhund mit eingesetzt worden ist. Ja, das ist so die Grundlinien, wofür er gezüchtet wurde. Mhm. So, jetzt haben Sie ja die Hunde auf Pflegefamilien oder in Pflegefamilien. Mhm. Jetzt kommt eine Familie, die möchte gern einen Hund haben. Wie gehen Sie da vor in der Vermittlung? Was müssen die Familien mitbringen? Wie kontrollieren Sie das? Wie geht das an sich vor? Vermittlungsablauf? Ja, also Vermittlungsablauf ist bei uns so, der Hund wird vorgestellt bei uns auf der Homepage oder auch in Facebook schon mal. Mhm. Ne? Oder er wird von den Pflegestellen irgendwo über Mund-zu-Mund-Propaganda wird der Hund bekannt. Mhm. Und dann haben die Leute die Möglichkeit, sich für den Hund zu bewerben. In der Regel läuft es so, dass... Komm. Ja. Ja. So. Dass wir ein Formular zur Verfügung stellen auf unserer Homepage. Das Formular wird ausgefüllt. Da erfragen wir schon mal so die Wohnumgebung, wir erfragen die Hundeerfahrung, wir erfragen das Alter. Und wenn wir diesen Bogen haben und dann nehmen die Leute im Team, die Vermittlung machen, die nehmen Kontakt auf mit dem Bewerber. Und wenn sich dann herausstellt, aha, das könnte was werden, ja, Vorstellungen und Hund stimmen überein, dann machen wir eine sogenannte Vor- oder Platzkontrolle. Das heißt, jemand von uns aus dem Team oder jemand, der so im engeren Helferkreis zugange ist, besucht den Bewerber, guckt sich an, wo der Hund hinkommt. Und dann muss der Bewerber den Hund besuchen kommen in der Pflegestelle. Wenn die Entfernungen es zulassen, mehrmals. Wenn der Hund weiter weg wohnt, ja, Bewerber aus Hamburg für einen Hund in München, so als Paradebeispiel, dann bieten wir immer an, dass die Leute für ein Wochenende einfach mal zu dem Hund kommen und sich 2 Tage Zeit nehmen. Und dann sieht man schon, ob das passt oder nicht. Und wenn das alles gut geht, dann darf der Hund dann aus der Pflegefamilie umziehen. Was braucht so ein Riesenschnauzer an Platz? Braucht der Garten? Muss der einen Garten haben? Muss der Auslauf haben? Oder kann man den auch auf einer Parterre-Wohnung irgendwo nehmen? Einfach also mal um. Es wäre natürlich schön, wenn ein Garten vorhanden ist. Nur man braucht sich natürlich nichts vormachen. Nicht jeder Riesenschnauzer Halter hat, verfügt über einen Garten. Das ist letztendlich, wie ich mich mit meinem Hund beschäftige. Das heißt, wenn ich halt nicht die Ressourcen selber auf dem Grundstück habe, dann muss ich halt mehr Zeit damit aufwenden, mit dem Hund spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren, Fährtenarbeit, um ihn zu beschäftigen. Da muss man halt seinen Alltag auch so ein bisschen auf die Bedürfnisse des Hundes abstellen. Mhm. Und durchaus kann ein Riesenschnauzer in einer Parterre-Wohnung leben. Spricht auch von unserer Seite her bei den Vorkontrollen überhaupt nichts dagegen. Es muss natürlich ein natürlicher Ausgleich geschaffen werden. Wie bei allen anderen Rassen auch, ist es so, dass der Hund vielleicht so wirklich 5-6 Stunden am Tag überhaupt aktiv ist. Der Rest, der wird halt gefressen oder gepennt. Also bei ihr, glaube ich, aber
ist schon relativ agil, oder? Sie ist agil, aber sie schläft auch Hunde typisch viel. Ja. Okay. Und, könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja, das kann sich kaum einer vorstellen. Aber zu Hause haben wir Gott sei Dank auch ihre Ruhephasen zu genießen. Sonst wäre es kaum auszuhalten. Also wir haben alle die Erfahrung gemacht, morgens brauchen die Hunde alle ihre Nachruhe, sage ich mal. Und das, was dann noch an Betriebsamkeit da ist, da kommt man gut mit klar. Ja. Ich glaube, auch wenn mehrere zusammen sind, die tun sich auch untereinander sehr viel Kraft rausnehmen, ja. Power rausnehmen. Ja, hier oder? Die beiden, ihr großer Schwarm im Haus, die sind ein Herz und eine Seele. Und da geht es schon gut zur Sache, wenn die miteinander spielen. Ja. Jetzt arbeiten Sie ja mit Pflegestellen. Ja. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich kann mir einen Hund für mich für immer nicht leisten, aber so Pflegestelle könnte ich mir vorstellen für ein oder zwei Hunde. Was muss so eine Pflegestelle mit sich bringen? Also es ist so, dass die Pflegestellen jetzt einfach vom materiellen und finanziellen dem Pflegehund Kostenlogie gewähren. Okay. Ja, das ist dann diese Spende an uns, der Mitarbeit. Alles andere übernimmt der Verein, also Tierarztkosten oder außergewöhnliche Sachen, die Versicherung und solche Geschichten, das machen wir. Dann sollten natürlich, wie gesagt, die Wohnverhältnisse so sein, ja, die Hunde, die da sind, sollten passen zu dem Pflegehund. Es sollte eine gewisse Hundeerfahrung da sein, auch mit der Rasse, was ich vorhin schon gesagt hatte, das ist immer von Vorteil. Und ansonsten ist das eigentlich so das, was eine Pflegestelle ausmacht. Ja. Wir haben, unsere Pflegestellen kümmern sich eigentlich viel mehr um die Hunde als das, was wir so verlangen würden überhaupt. Mhm. Und wir haben durchaus Pflegestellen, die auch mit dem Hund dann auf den Hundeplatz gehen oder die auch sehr gut auf die Gesundheit achten. Und das hilft uns natürlich dann, ja, wenn da jemand ist, der sehr gut hinguckt, und wo nicht dauernd von uns einer hinten dran stehen muss und muss dann schauen, dass das jetzt alles in Ordnung ist. Mhm. Ja. Also von daher, die Erfahrung haben wir gemacht, nehmen die Pflegefamilien in der Regel ihre Arbeit sehr, sehr ernst. Also ist es ja auch wichtig, wenn so einer sagt, okay, ich gehe auch mit denen auf den Hundeplatz, da lernt man ja auch den Hund noch mal besser kennen, für nachher zu vermitteln, oder? Ja, und sie leisten letztendlich ein bisschen Vorarbeit auch schon. Um den Hund nachher besser vermitteln zu können. Ja? Und um auch schon mit einem gewissen Grundgehorsam den Hund weiterzugeben, sofern es nicht bereits vorhanden ist. Aber es ist halt so, dass der Hund in den Pflegestellen nicht einfach verwahrt wird, sondern im Prinzip genauso behandelt wird wie ein eigener Hund auch. Ja? Ja. Es ist halt nur eine, sag jetzt mal, auf Zeit. Mhm. Ja? Wie ist es denn immer, wenn man dann wieder so einen Hund abgeben muss, sag ich mal, wenn man weiß, man ist eine Pflegestelle auf Zeit, ja? Wie ist das, wenn dann so ein Hund geht? Wie lange sitzen die so auf den Pflegestellen? Also 4 Wochen ist unser normales Minimum. Okay. Sonst lernen sie den Hund nicht kennen. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nach 4 Wochen der Hund nochmal ein paar Sachen auspackt, die er vorher noch nicht gezeigt hat. Ja, und dann geht das wie lange, Michael? Bis 2,5 Jahre, ne? Ja, je nachdem. Aber das sind dann auch die Ausschläge zur anderen Seite hin. Und wie das ist, wenn so ein Hund geht, immer schrecklich. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, 15 Pflegehunde gehabt und es hat 15 Mal Tränen gegeben und davon kann sich auch keiner frei machen. Also ich könnte es nicht. Ich würde auch alles behalten. Ja, also ich wäre eine schlechte Pflegestelle. Es geht, glaube ich, auch nicht, wenn man keinen eigenen Hund hat. Aha. Ja, das ist einfach, wenn der Pflegehund dann wirklich ein gutes Plätzchen bekommen hat, man hat ein gutes Gefühl und dann ist überhaupt kein Hund mehr da, dann ist es schon sehr leer zu Hause. Ja, das glaube ich. Und wenn dann ein eigener Hund da ist, das hilft einem dann schon. Aber es ist nicht schön, aber das ist so das, was man in Kauf nehmen muss einfach. Ja. Wie gehen die eigenen Hunde damit um, wenn immer wieder einer kommt, einer geht? Man sagt ja immer eigentlich, man kriegt immer wieder ein neues Rudelverhalten, wenn ein neues Tier dabei kommt. Wie gehen die Hunde damit um? Die eigenen Hunde dann? Gut, ich bin jetzt halt Pflegestelle, von daher kann ich was dazu sagen. Unsere beiden, also die Tilly, die ist völlig schmerzfrei. Die nimmt alles, was kommt. Und die hat auch jetzt nicht nur ihre quirlige Seite, sondern bei der haben wir jetzt erlebt, ohne dass wir es wussten,
dass die auch einen sehr schwierigen Hund aus Belgrad kam, der eine Hündin, die sich nicht hat anfassen lassen. Die hat sie quasi therapiert, hat ihr alles gezeigt und so. Also das war richtig schön. Sie hat uns viel Arbeit abgenommen. Ja. Unser Riesenschnauzer, der ist da auf einem ganz anderen Trichter. Der winkt ab, wenn wieder ein Neuer kommt, ja, und denkt dann wohl, was schleppen Sie jetzt wieder hier an? Lass mich in Ruhe. Ja. Er trägt es mit Fassung. Wir haben aber auch Pflegestellen, wenn ich an den Erich denke. Ja. Da leidet der Hund auch, wenn es zu viel wird. Also okay. Da muss man auch ab und zu geben und dann auch einfach mal sagen, jetzt mache ich mal eine Pause, dass die sich wieder erholen. Aber in der Regel ist es okay. Mhm. Ja. Wie alt ist der, Ihr Rüde? Der wird jetzt 8. Okay. Wie alt werden so Riesenschnauzer überhaupt? Das ist unterschiedlich. Also die Spanne geht so, sag ich mal, von 10 bis 14 Jahren. Mhm, unsere erste Vorsitzende, die Bessie, die ist, glaube ich, 15, 16 geworden. Also es gibt da auch, geworden, auch mal Ausreißer nach aber oben. So aber 10, so 10, 14, also 12, sagen wir, 12, ist ein richtig gutes Alter. Ja, okay. Ja. Ja, man sagt ja eh immer, die großen Hunde werden eh nicht so alt wie die kleineren. Ne? Das staffelt sich dann auch runter. Mhm. Und bei den Mittelschnauzern, die werden dann schon locker 14, 15 Jahre und die Zwerge können auch 16, 17 werden. Ja. Naja, aber es ist im Allgemeinen so bei den größeren Hunden, dass die halt wesentlich jünger sterben halt einfach. Wie kann man Ihren Verein jetzt unterstützen? Was brauchen Sie? Also es gibt vielfältige Sachen, uns zu unterstützen. Wir haben ja eben sehr lange über die Pflegestellen gesprochen. Ich glaube, das ist unsere knappste Ressource. Das andere, was damit natürlich eng verbunden sind, sind die Finanzen. Man kann uns durch Geldspenden unterstützen, auch Fördermitgliedschaften. Das heißt, man kann Fördermitglied bei uns im Verein werden und kann dafür den Fördermitgliedsbeitrag auch selbst bestimmen. Okay. Wir haben auf der Homepage Einkaufslinks. Da kann man dann bei diversen Internethändlern seine Bücher oder Artikel für den Hund über diesen Link bestellen und der Verein bekommt dann dort eine kleine Vergütung. Und ansonsten die Teilnahme an den Fahrketten ist auch eine wichtige Unterstützung. Anzeigen spenden, das heißt, dass wenn Hunde in Pflegestellen sitzen, man auch eine Anzeige spenden kann in einer Lokalzeitung, um den Hund versuchen, da über ein anderes Medium anzusprechen als über das Internet. Mhm. Wie viele Hunde haben Sie im Moment zur Vermittlung? Es sind Stand heute, glaube ich, 18 Hunde, die wir in der Vermittlung haben. Ja. Mhm. 18 Hunde, das ist ja schon für private Pflegestellen eine ganze Menge, oder? Ja. Was war Ihr höchster Stand? Also ich sage jetzt mal, in der Regel pendeln wir uns so um die 18, 20, 22 okay. ein. Wie gesagt, es findet ja ein ständiger Wechsel statt, aber das ist eigentlich so die Regel. Wie gesagt, Ressource Pflegestelle ist wirklich das, was wir ganz dringend benötigen, weil die Pflegestellen, die limitieren unsere Arbeit letztendlich. Ja, das heißt, wir müssen die Abgabeanfragen immer danach bedienen, wie wir denn auch letztendlich überhaupt Pflegestellen haben. Ja. Jetzt sind diese zwei Hunde ja nicht mehr zu vermitteln. Die bleiben jetzt. Die haben ihr Zuhause gefunden. Ja. Aber Sie haben uns zwei Hunde mitgebracht, die zur Vermittlung sind. Ja. Welche sind das? Wir haben Bilder. Ja, wir haben einmal mitgebracht die Luna. Die Luna haben wir vor circa 4 Wochen übernommen. Abgabegrund war beruflicher und örtlicher Wechsel. Die Hunde konnten nicht mit. Sie sind im Zwinger gehalten worden. Die Luna ist an uns abgegeben worden mit ihrer Tochter Lexa. Luna ist 8 Jahre alt, die Lexa ist 6 Jahre alt. Die Lexa sitzt auf einer Pflegestelle, die wohl versagen wird, wie man so schön sagt. Zumindest jetzt unser derzeitiger Kenntnisstand. Und die Luna als Riesenschnauzer-Schäferhund-Mix, für die suchen wir natürlich ganz dringend ein ganz liebevolles Zuhause. Ist auch ein ganz unkomplizierter Hund, muss man sagen. Das Einzige ist, sie hat einen relativ ausgeprägten Jagdtrieb. Das heißt, da wird man dran arbeiten müssen. Um das in den Griff zu bekommen. Ansonsten ist die Pflegestelle vollauf begeistert. Grundkommandos werden beherrscht und sind bekannt. Sie ist ganz lieb und verschmust. Und innerhalb von ein paar Tagen war sie auch schon stubenrein, weil sie aus der Zwingerhaltung kam.
Also ein Hund, der uns auch sehr am Herzen liegt, das ist ein schönes Zuhause, finde ich. Wo darf sie hin? Darf sie zu Kindern? Wo soll sie hin? Also durchaus zu Kindern ist überhaupt gar kein Problem. Gut, es sollten jetzt nicht ganz kleine Kinder sein, einfach aufgrund, weil sie stellt halt schon eine gewisse Größe Wie dar. Wie groß ist sie? Etwa 72 Zentimeter, ja. Also wir haben keine großen Einschränkungen in der Vermittlung, weil es wirklich ein ganz unkomplizierter Hund ist, so wie sie sich gibt, ja, muss man sagen. Ne? Und Ihr zweiter Kandidat? Ja, der zweite Kandidat ist ein Mittelschnauzer. Mhm. Die sind ja jetzt ein bisschen zu kurz gekommen bisher. Wie groß sind die ungefähr? Bis 50 gehen die. Ist der Max schon älter, Michael, hilft mir? Ja, 8 oder 9? 9 Jahre. Ja, 9 Jahre. Ist eine Übernahme, weil Frauchen verstorben ist, eine ältere Dame. Und das Problem bei Max ist, dass er der Chef war in seinem ehemaligen Zuhause. Und er hat bestimmt, wie es läuft. Und nach der Abgabe hat die Pflegestelle mit diesem Verhalten leben müssen und hat es geändert oder ist immer noch dabei, mit ihm zu arbeiten. Also der Max ist ein typischer Mittelschnauzer. Ja, die Mittelschnauzer gelten eh als die schwierigsten der drei Rassen, weil sie am meisten von dem Urschnauzer noch haben, sie ist selbstständig auch. Und der Max sollte ja schon eher als Einzelhund ein Plätzchen finden zu jemanden. Und das ist hier schon wichtig, der mit Schnauzern umzugehen weiß. Sonst wird er in sein altes Verhalten einfach wieder zurückfallen. Ja. Was sind so seine Verhalten, seine alten Verhalten gewesen? Ja, er hat halt einfach die Führung übernommen. Ja, und er bestimmt, was läuft. Und wenn er bestimmt, dass jetzt niemand aufs Sofa geht, dann geht er niemand aufs Sofa. Ach so, okay. Und ja, solche Sachen, die kommen dann schon vor. Ja. Sehr schön. Und dann entscheidet er, wer in die Wohnung darf, noch jeder, aber raus nicht mehr. Und solche Sachen halt. Ja. Auch gut. Also die Pflegestelle hat da wirklich sich sehr viel Mühe gegeben und hat auch nicht gezuckt und war sehr konsequent und das müsste einfach weitergeführt werden. Also das ist bei ihm jetzt ein bisschen schwieriger der Fall als bei der Luna. Ja, also das ist schon so für die Mittelschnauzer schon so ein Thema noch, dass die also gerne so die Regie übernehmen, dass die also so sagen, hey, hier bin ich. Und ich bin erstmal Chef im Ring, oder? Wir haben, glaube ich, noch keinen wirklich einfachen Mittelschnauzer vermittelt. Ja, das die hatten, die haben alle, ist so, ja. Ja, die haben alle ihre Geschichte. Okay. Ja, und das ist interessant, wussten wir auch so nicht vorher. Aber das hat sich so herausgebildet jetzt. Diese. Also das merkt man halt, wenn man so diese verschiedenen Größen hat, wo wer leicht ist und wer schwierig ist. Man merkt es auch heute hier, kann ein atypisches Bild sein. Die Große ist ganz ruhig, die hört man nicht und sieht man nicht. Und hier unser kleiner Flummi, der ist überall und nirgendwo und recht agil. Ja? Den kleinen Niedlichen lässt man ja auch schneller mal was durchgehen. Also wir haben beschlossen, dass wir hier die Erziehung nicht mehr schaffen. Zumindest ich, ja. Wie alt ist sie? Sie ist 3. Ach ja, da können wir doch noch was machen. Man könnte noch was machen, ja. Aber sie merkt genau, wann man über sie redet hier. Jetzt sagen Sie ja wirklich, wir helfen Riesenschnauzer in Not. Welche Notsituationen einfach nochmal werden hier abgedeckt? Wer kann sich an Sie wenden? Also Leute, die, wo sich das private Umfeld ändert und aufgrund dieser Änderung der Hund nicht mehr gehalten werden kann. Das hat der Michael ja vorher aufgezählt, das ist Scheidung, Todesfälle, berufliche Veränderungen im Wesentlichen. Auch ein Wohnungswechsel, wo der Hund nicht mitgenommen werden kann. Wir haben seltene Fälle, wo ein Hund mit einem anderen Hund nicht verträglich ist und dann ein Hund abgegeben werden muss. Das sind so die häufigsten Übernahmefälle und da bieten wir den Familien dann auch entsprechende Hilfe an. Und natürlich die Überforderung mit dem Hund. Das heißt, ich habe mir einen niedlichen Welpen gekauft und auf einmal geht er über. Ich habe so einen Riesenschnauzer vor mir stehen und weiß nicht mehr, was ich damit machen genau, kann. Genau, ist natürlich, wenn so ein kleiner, niedlicher Hund da noch knufft und spielt und die Riesenschnauzer sind sehr grob, dann ist das im Welpenalter noch sehr niedlich. Als Junghund ist das dann problematisch und wenn die dann wirklich groß sind, muss ich auch überlegen, ein Riesenschnauzer-Rüde kann bis zu 45 Kilo wiegen. Das ist schon ein Kaliber, was man da hat und das muss man halt auch entsprechend konsequent erziehen. Wie viele Hunde haben Sie bisher vermittelt?
Wir sind jetzt, glaube ich, so bei 200 Hunden in den 4 Jahren, die wir vermittelt haben. Und es ist auch ja auch eine sehr kurze Zeit, wo die auf den Pflegefamilien sitzen, sage ich jetzt einfach mal. Wenn Sie sagen, die längst 2,5 Jahre und alles andere dazwischen, finde ich das für Hunde sehr kurze Zeit, ja, wo man sagt, rein, raus. Wir haben einfach viele gute Pflegestellen und wir haben auch viele treue Pflegestellen, die vielleicht auch einmal versagt haben, aber dann wieder Hunde aufnehmen. Und wenn wir auf diesen harten Kern nicht zurückgreifen könnten, könnten wir diese Arbeit auch gar nicht als Verein leisten. Also das ist einfach dem geschuldet, dass wir sehr treue Mitglieder haben, die uns da auch wahnsinnig unterstützen und auch Pflegestellen, gerade wie bei dem Max, die dort auch viel aushalten. Als Pflegestelle weiß man natürlich nicht, worauf man sich einlässt. Wenn der gebrauchte Hund einzieht, den lernt man da erst kennen. Und, Ja, und das ist ja dann auch immer auch so ein Problem, oder? Wenn man nicht weiß, wo man sich drauf einlässt, wenn was Neues kommt, passt das? Wie machen meine eigenen Hunde das mit? Ist der rüpelhaft, ja? Oder ist das ein Lieber? Das weiß man ja alles nicht. Ne? Nein, es ist immer, wir sagen immer, es kommt eine Wundertüte, ja. Mhm. Und das ist das, was für Pflegestellen hoffentlich spannend ist, ja, denn dann machen sie das auch. Aber Pflegestellen, die jetzt gleich zucken, die versuchen das einmal und dann nie wieder und es kristallisieren sich dann schon Familien heraus, die auch da etwas schmerzfrei sind und das auch dann dieses Wagnis auch eingehen. Ja. Was war so Ihre bewegendste Geschichte in den 4 Jahren, wo Sie jetzt diese Riesenschnauzer-Nothilfe machen? Oh je, wir haben viele bewegende Geschichten, das ist im Tierschutz normal. Ja. Wir haben viele schöne Sachen erlebt, auch viele traurige. Ich denke, es kann jeder von uns irgendwas dazu sagen. Ja. Also vielleicht den Tobi. Tobi war ein Riesenschnauzer, Rüde. Ich sage war, weil er nicht mehr lebt. Den wir relativ jung bekommen haben. Es war auch eine Abgabe aus Altersgründen und wir haben schon geahnt, dass da so ein gesundheitliches Problem auf uns zukommen kann, aber dass es nachher so massiv wird, wussten wir nicht. Es ist der Hund, der über 2 Jahre auf der Pflegestelle war. Wir haben 2 oder 3 Operationen gehabt am Ellenbogen, hat Hautprobleme gehabt. Also es war, er hat so nichts ausgelassen, der Hund. Allergiker, ja. Bis wir das Futter da hinbekommen haben, es war alles sehr schwierig. Und wir hatten irgendwann mal gesagt, ob da noch jemand kommt und will den Tobi. Und dann kam jemand aus der Schweiz, ja, er kam, sah und siegte. Und das hat so wunderbar geklappt mit dem, mit seinem neuen Besitzer. Die waren sehr gut miteinander, waren beide stolz. Und dann ist er leider nach jetzt einem guten Jahr, ne, war er nur dort gewesen, ist er verstorben. Ist an einem typischen Schnauzerkrankheit, Krebs. Ist er halt gestorben, sehr jung, mit 5 Jahren. Das war schon schlimm für uns, ja, weil man da ja auch mit dem Hund nicht so viel zu tun hat, doch sehr viel Herzblut reinsteckt, ja, und die mit ihm zu tun haben, halt noch mehr. Das war eine sehr, sehr traurige Sache, ja, und da haben wir schon mit zu tun gehabt, aber das kommt halt auch vor. Ja. Also Krebs ist schon so eine Sache, wo man sagt, da sind die schon anfällig. Also ist generell bei den Hunden natürlich die Krebskrankheiten, die nehmen schon zu, das muss man schon sagen. Jetzt ist der Schnauzer auch noch sehr anfällig für sogenannten Krallenkrebs. Das heißt, findet oft mal, dass auch eine Amputation an der Zehe stattfinden muss. Wenn man jetzt noch so auf die besonderen Hundeschicksale mal eingeht, ich bedenke, wir haben auch mal einen Riesenschnauzer übernommen und waren dann damit konfrontiert, dass er ein eingewachsenes Halsband zum Beispiel gehabt hat, das wir haben rausoperieren lassen müssen. Und wir kümmern uns natürlich auch, ich sag mal, um sogenannte, ja, um Hunde, die überhaupt gar keine Chance mehr auf eine Vermittlung haben. Wir übernehmen zum Beispiel jetzt gerade von einem Tierheim eine 14-jährige Riesenschnauzerhündin, die keine Vermittlungschancen mehr hat und die wird bei uns auf eine Pflegestelle gesetzt, die auch weiß, dass sie eine Dauerpflegestelle ist und dem Hund dort letztendlich auch den Lebensabend bietet, den er halt verdient hat. Wird dann halt liebevoll betreut in einem privaten Umfeld und halt anders als in einem Tierheim. Ne? Also sowas gehört auch dazu. Einfach eher noch eine würdige
Monate, Jahre richtig gibt, um einfach, dass sie ja dann wirklich mit noch 14 zu Hause werden es Monate kann sein, denken ja wir. Aber man steckt nicht drin. Die kann auch ein Jahr noch aufblühen. Ja, ja, da, die ja ist noch fit. Genau, und, genau. Ja. Ja. Also wenn sie jetzt aus dem Umfeld herauskommt, hoffen wir schon, dass sie auch noch mal so alle Kraft zusammennimmt und auch ja noch mal ja eine Perspektive für die Zukunft sieht. Hat auch einen lieben Riesenschnauzerkumpel dort und also wir sind da schon sehr guter Dinge, dass das so ist. Ne? Aber jetzt noch mal zu der Geschichte mit dem eingewachsenen Halsband. Wie können Menschen sowas zulassen? Wo kam der Hund her? Das war ein Tier, was aus dem Ausland kam, aus Ungarn. Ja. Mhm. Wir wussten das auch vorher nicht. Das ist auf der Pflegestelle dann erst festgestellt worden. Das war schon zugewachsen? Das war schon zugewachsen, ja. Also es war schon Fell drüber gewachsen. Es musste dann gelasert werden und haben eine ganze Haut auflasern lassen, weil die bei dem Laserverfahren halt die Heilungschancen oder der Heilungsprozess viel schneller vonstatten ja geht. Das Halsband wurde rausgenommen, also ist nachher ein glücklicher Hund gewesen. War Leder oder Stahl oder was war das? Ein Kettenhalsband war das, ja. Genau, ja. Das sind ja wahnsinnige Schmerzen, die die Tiere da auch aushalten müssen, ja, mit so einem Band unter der Haut zu leben. Ja. Ja. Wobei diese Schicksale, man kann solche Schicksale jetzt nicht nur auf den Auslandstierschutz nee ja abstellen. Wir haben genauso vor einem Dreivierteljahr etwa einen Hund in Berlin aus einer Kellerhaltung übergeben bekommen. Das heißt, er hat in seinem ganzen Leben nichts anderes als ein Kellerloch gesehen. Kein Tageslicht ja gesehen. Oder Hunde, die Mutterseelen alleine ihr ganzes Leben irgendwo in einem Schrebergarten verbringen und das Futter über den Zaun geworfen bekommen. Und auch solche Tiere finden natürlich bei uns eine Lobby und werden nachher auch erfolgreich vermittelt und finden ein schönes Zuhause. Ja. Ich glaube, dass solche Tiere dann einfach auch viel schneller oder dankbarer sind, wenn man solche Tiere findet, die auf einmal wieder Beachtung bekommen, wie die Tiere, die immer die große Beachtung hatten, ja, und oder noch verhätschelt, vertätschelt wurden. Das ist schon so, wenn, ja, wenn ein Hund sehr wenig Kontakt zu Menschen hatte und er kriegt das nachher geboten, und dann tut er alles, um diesen Kontakt nicht mehr zu verlieren. Ja, das ist manchmal auch schwierig, auch vom Mensch her dieses richtige Maß zu finden, klar, für den Hund. Dem Hund kann man es nicht verdenken. Ja, er sucht seine Chance und er nützt sie. Mhm. Und das ist schon schwierig. Ja, ergänzend vielleicht noch zu dem Hund, dem man das Fressen über den Zaun geworfen hat. Den haben wir dann übernommen. Er war zufällig bei uns auf der Pflegestelle gewesen und wir hatten ihn 2 Tage. Und ich habe ihn dann gesucht am nächsten Tag bei uns im Gelände und dann lag sie dann in einem Schubkarren und hat sich dort zusammengerollt und hat dort geschlafen. Das war also das, was sie kannte, ja, und es war für sie völlig normal. Ja. Und, ja, aber wenn man dann sowas sieht, dann kriegt man da schon auch Tränen in den Augen, oder? Ja, man muss irgendwann, wenn sie das länger machen, müssen sie schon mal so einen Schritt neben sich gehen, sonst halten sie das nicht aus. Ja. Das ist nicht einfach. Ja, ja, also darum wäre eine Pflegestation für mich abgeschrieben. Ja. Frau Spillender, was war für Sie so ein bewegender Moment? Da gibt es ganz viele. Wenn wir jetzt bei unseren Vermittlungshunden sind, wir hatten vor auch ungefähr einem Dreivierteljahr eine Riesenschnauzer-Mix-Hündin, die hatten wir privat übernommen. Und als sie dann auf der Pflegestelle ankam, sah man, dass sie ein sehr, sehr dickes Knie hatte und auch humpelte. Und da stellte sich ein unbehandelter Bänderriss heraus, Kreuzbandriss. Und den haben wir sehr, sehr aufwendig operieren lassen. Und die große Herausforderung war, dass der Hund nach dieser OP ruhig gestellt werden musste. Das heißt, er musste geschont werden, durfte nicht springen, hüpfen, nur an der Leine laufen. Und da ist es natürlich wahnsinnig schwierig gewesen, eine passende Pflegestelle zu finden, die das auch mitmacht. Und wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt, dass wir eine Frau gefunden haben, der ihr Riesenschnauzer war gerade verstorben und die war bereit, die Hermine zu nehmen, so heißt der Hund. Und die OP ist dann durchgeführt worden und sie hat die Hermine dann gleich betreut. Also super. Und die beiden sind wunderbar zusammengewachsen und ganz, ganz glücklich miteinander. Gerade ganz aktuell den Fall Sammy, ein ganz junger Schnauzermix mit 10 Monaten. Und muss dann festgestellt wurden, dass er diabeteskrank ist und das vorhandene Zuhause war halt einfach nicht geeignet. Es war
sag mal, zu stressig für den Hund, dass da eine Therapie ordentlich Wirkung hat. Und da haben wir jetzt gerade diese Woche eine Pflegestelle gefunden, die dann wirklich auch den Hund aufnimmt und von vorne bis hinten dafür Sorge trägt, dass die Zeiten für die Insulingabe regelmäßig stattfinden, dass ein regelmäßiges Fressen gegeben wird, und zwar wirklich regelmäßig. Also wir reden da Abweichungen von 10 Minuten. Okay. Dass er ein ruhiges Umfeld hat, dass er nicht unnötig in Stress verfällt. Einfach, ja, das ist jetzt das, was uns gerade jetzt die Woche noch bewegt hat. Ja. Aber diese Hunde sind natürlich auch lebensfähig, wenn man das dann einbehält mit diesem Insulinspritzen und Futter geben pünktlich. Genau. Jetzt kann man auch noch eine Patenschaft bei Ihnen übernehmen für Hunde. Wie geht das? Noch ganz schnell. Genau, also wenn wir spezielle Hunde haben, die wo absehbar ist, dass sie sehr, sehr lange in der Pflegestelle sind oder in einer Pension, dann machen wir Patenschaftsaufrufe und man kann sich dann melden und einen monatlichen Betrag spenden, den man selbst festlegt. Dazu muss man sich einfach an den Verein wenden. Man bekommt dafür dann eine Patenschaftsurkunde und regelmäßige Informationen über das Tier. Und wenn man möchte, dann wird man auch auf der Internetseite als Pate aufgeführt. Super, tolle Sache. Vielen Dank, dass Sie hier waren. War eine interessante Stunde. Auch einfach das nochmal so zu sehen bei Rassehunden. Wir haben ganz viel schon gehört mit Tieren aus dem Tierheim und mit anderen Organisationen, aber auch, dass sich so ein Verein so auf eine bestimmte Rasse so spezialisiert und so mit viel Liebe dran geht, finde ich immer sehr enorm. Ich sage danke für die tolle Stunde. Und wenn Sie nächste Woche Donnerstag wieder zuschauen wollen, dann tun Sie das. Ich sage danke, Ihre Beate Hermanns.